Moin moin ihr Film-Junkies und herzlich willkommen zu der Review von American Assassin. Der erscheint ja am 14.10.2017 in den Kinos und dank Studio-Kanal durfte ich mir den vorab angucken und wie der mir gefiel und wie schießwillig die Leute sind in diesem Film, das seht ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Und bleibt bis zum Schluss dran, weil da verlose ich nämlich noch zwei Freikarten, also bis zum Schluss dranbleiben. Ja Leute, der American Assassin ist eigentlich eine Buchvorlage und der Regisseur Michael Kyoster hat nämlich diesen Film umgesetzt. Es sollen wahrscheinlich auch mehrere Filme noch kommen, wie ich das so mal gelesen hatte. Aber das ist erstmal der Startschuss zu American Assassin. Und es ist halt so eine Mischmasch aus Action, Thriller, so ein bisschen Spionage. Ja, und da geht es halt darum, dass Dylan Ryans Charakter, der ist einfach am Strand mit seiner Freundin, macht einen Heiratsvertrag, da kommen Islamisten und töten alle am Strand. Er macht eine Ausbildung zum Uber-Killer und verfeinert nachher seine Sachen noch als Bester, sag ich mal, in der Spezialheit von Michael Keaton. So kann man das fast nennen, da gibt es natürlich noch Bösewicht und der Film ist an sich eigentlich gar nicht schlecht. Kommen wir erstmal zu den Pro-Sachen. Also die Pro-Sachen sind ja auf jeden Fall wirklich die Kampfszenen. Die Kampfszenen sind hier wirklich in diesem Film ausschlaggebend und das sind wirklich harte Fights, deswegen auch die FSK 18. Die sind auch wirklich sehr gut choreografiert und umgesetzt und es macht auf jeden Fall auch Spaß dazu zu sehen. Man merkt einfach auch, das Drehbuch ist von Steven Schiff, der hat vorher so Filme wie Lolita als Drehbuch umgesetzt und man merkt das wirklich, dass ihm das einfach liegt. Aber dennoch ist das manchmal so, wo man denkt, ja, man hätte bis ein paar Sekunden rausnehmen können, weil manchmal war das so ein bisschen langatmig. Man merkt schon diese Laufzeit von 2 Stunden. So das Storytelling ist anfangs eigentlich sehr gut umgesetzt. Und irgendwann ist das so in der Mitte, ja, und dann geht es wieder am Ende wieder sehr hoch. Und zudem gefallen mir auch noch die eigentlich positiven Kamerafahrten. Die Schnitte sind auf jeden Fall sehr gut umgesetzt. Die Kulissen sind immer halt dann in einem Kanal oder halt in diesem Wald oder halt in diesen Terrormilizen. Das ist auch sehr gut gewählt worden. Und natürlich die schauspielerische Leistung. Die schauspielerische Leistung ist wirklich so, Michael Keaton als Ex-Navy SEAL oder halt Dylan O'Brien, eigentlich mehr so ein Sunny Boy, macht diesmal so ein bisschen doch den knallharten Buddy, sag ich mal, und kämpft sich durch die ganzen Leute da so durch. Und er ist halt der American Assassin, um ihn dreht sich das auch und ich nehme ihn das auch ab. Also er ist da wirklich einer, der auf Rache aus ist und das merkt man einfach, dass ihn das einfach, ja, er hat das so gut umgesetzt. Wer mir aber nicht so gut gefiel, also schauspielerisch, das war einfach Taylor Kitsch als Ghost. Der war mir manchmal so ein bisschen, ja, zu blass auf den Lippen. Es war einfach, man kennt ihn eigentlich in besseren Rollen, sei es in John Carter oder halt in Battleship oder in Lone Survivor. Da war der auf jeden Fall besser im Schauspiel und das hat mir so ein bisschen hier gefehlt. Ja, negativ ist einfach so ein bisschen so diese Laufzeit. Manchmal merkt man halt, das wird einfach langweilig. Ich musste manchmal mir die Müdigkeit wirklich verkneifen, dass ich da nicht was einpenne, weil manchmal war das so, wie ich gesagt hätte, das hätte nicht sein müssen. Und ich muss auch manchmal sagen, so die Effekte. Man hat vielleicht gemerkt, vielleicht reichte das Budget nicht. Die CGI-Effekte waren manchmal so ein bisschen billig, so wenn der Feuerball kam und so weiter. Manche Szenen waren nicht schlecht, aber es war auch so, die visuellen Effekte waren nicht immer so die Bombe. Und sonst, ansonsten, ja, so Soundtrack war noch gut, aber es ist halt ein solider Film, der nicht das Rad neu erfindet, aber es ist wirklich mal einer, den man sich noch angucken kann, weil alleine die ganzen knallharten Fikes lohnt sich schon ins Kino zu gehen. Die Synchronisation kann ich leider nicht bewerten, ich habe nämlich den O-Ton gesehen und somit kann ich einfach sagen, Fazit ist einfach, es ist ein Actioner, der wirklich sich lohnt im Kino anzugucken, aber der auch mit so ein paar Längen zu kämpfen. Also und deswegen gebe ich dem Film auch eine 6,5 von 10, weil der hat mir doch schon ganz gut gefallen und ich muss auch sagen, der lohnt sich halt anzugucken. Der hat auch zu Recht die FSK 18, manchmal sind da schon ganz harte Fights drin und manchmal denkt man auch, yo, Michael Keaton, das Charakter, der Ex-Navy SEAL, der ist einfach crazy, ne? Also der ist wirklich crazy und einmal ein kleiner Insider, ihr werdet danach wahrscheinlich nie wieder die Fingernägel schneiden oder oder im Wald gehen, nein Quatsch. Aber trotzdem, kommt, sagt mir das mal in den Kommentaren, ob ihr euch den Film angucken werdet. Das würde mich natürlich mal interessieren. So, dann kommen wir zur Verlosung. Ich verlose nämlich jetzt 2 Freikarten. Die wurden mir halt gestellt von Studio-Kanal. Und man muss natürlich ab 18 sein, weil der Film ist ja ab 18. Kann ich leider ja keinen unter 18-Jährigen geben. Man muss natürlich Abonnent sein auf diesem Kanal. Setzt den Hashtag American Assassin.
Und ganz wichtig ist auf jeden Fall, bis zum 16.10. läuft hier das Gewinnspiel bis 23.59 Uhr. Dann lose ich das nämlich aus per Kommentarfunktion. Ihr werdet dann halt benachrichtigt oder per Nachricht. Und ich wünsche euch auf jeden Fall dann schon mal viel Spaß, wer dann gewinnt. Und haut in die Tasten und teilt das Video ganz gerne, wenn ihr das wollt. Ja, und dann würde ich sagen, Leute, bis dann und ciao und bam!